Hallo meine Spaßvögel, es ist wieder soweit, der 1. April ist da und ich kenne euch, höchstwahrscheinlich habt ihr schon eine Torte in der Hand oder einen Wasserballon in der Hand, den ihr dann jemand gepflegt ins Gesicht schleudern wollt, ja, aber auch am 1. April gibt es Regeln und damit ihr nicht zu weit geht, werde ich euch diese Regeln erklären, folgendes. Klar, Streiche per Kamera aufzunehmen ist lustig, aber jetzt kommt die Sache. Wenn die sagen, wir wollen nicht, dass das hochgeladen wird, dann ist das Urheberrechtsverletzung, weil ihr habt dessen Gesicht gezeigt, ohne nach Erlaubnis zu fragen. Das ist den Leuten dann sehr unangenehm und die könnten sogar gerichtlich dagegen vorgehen. Yep, das kann wirklich dann passieren. Eine andere Sache. Ich habe ja gerade die Wasserballons und die Torte angesprochen. Es kommt darauf an, bei welchen Menschen ihr das macht. Bei Verwandten ist das so ein Ding, aber bei Fremden, oh, wenn da was schief geht, oh, da könnt ihr viel Ärger bekommen. Des Weiteren ist es wichtig, wo ihr das macht. Ein Beispiel, wenn ihr das macht, wenn jemand im Bett liegt oder gerade sitzt, dann ist das gar nicht so schlimm. Aber wenn ihr das jetzt zum Beispiel während ein fahrendes Auto kommt, oh, da kann einiges passieren bei einem fahrenden Auto. Der könnte sich dann erschrecken und einen schlimmen Unfall bauen und ja. Das sind solche Sachen, die sollte man besser beachten beim 1. April. Andere wichtige Sachen sind zum Beispiel auch, dass ihr gegen keine anderen Verbrechen verstößt, denn, wie gesagt, Streiche können zum Körperverletzung führen, also müsst ihr so viele Sicherheitsvorgehensweisen durchmachen wie möglich. Alles klar? Okay, natürlich können, trotz dass ich euch jetzt geholfen habe, immer noch Unfälle passieren, aber ich muss einfach sagen, Unfälle können immer passieren. Merkt euch das und ich habe euch jetzt nur ein paar Tipps gegeben, damit ihr das besser machen könnt und ja. Ich kann nur noch eins sagen, ich wünsche euch viel Spaß am 1. April. Denkt an mich, wenn ihr einen reinlegt und ja. Wie ihr hören könnt, feiere ich selbst 1. April. Und die ersten Opfer werden sein meine Eltern. Na dann, viel Spaß, ciao, ciao.